Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr zugeschaltet habt und dass ihr dabei seid, denn heute geht es um 6 Bücher, die mein Leben nachhaltig verändert haben und wirklich zum Positiven gewandelt haben. Die möchte ich euch heute vorstellen. Sie gehören daher auch zu meinen Lieblingsbüchern. Ich habe auch ganz viele andere Lieblingsbücher noch, aber diese Bücher haben wirklich mein Leben verändert und ich möchte dieses Wissen und diese Tipps gern mit euch teilen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, euer Leben so zu gestalten, wie ihr es euch wünscht und damit ihr die Zeit jetzt in Quarantäne ganz sinnvoll nutzen könnt und wirklich daraus was mitnehmen könnt. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anschauen und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Das erste Buch, das ich euch gerne vorstellen würde, das ist dieses hier und das heißt vom richtigen Zeitpunkt die Anwendung des Mondkalenders im täglichen Leben. Ich habe es gerade erst durch, ehrlich gesagt, und ich bin schon am Ausprobieren von den ersten Tipps, die da so drin stehen. Ich habe schon länger darauf geachtet, wann meine Periode einsetzt und weiß auch, dass das auch ganz viel mit den Mondphasen zu tun hat. Also in diesem Buch geht es wirklich darum, welchen Einfluss hat der Mond und die Mondphasen und auch die einzelnen Sterne, also die Tierkreiszeichen, auf unser Leben, auf unseren Alltag. Und da sind ganz, ganz wertvolle Tipps enthalten, von Ernährung und Gesundheit bis hin über Alltagstipps wie Putzen oder Haare schneiden bis hin zu Forstwirtschaft. Wer es noch nicht wusste, der Mond ist ja auch Symbolik der Weiblichkeit, deswegen auch im Zeichen der Göttin enthalten. Das sind so 2 Halbmonde und ein Vollmond. Und dieses Wissen, was da eigentlich enthalten ist in diesem Buch, das wurde über Jahrtausende hinweg vom Menschen genutzt und auch an die nächsten Generationen immer weitergegeben, weil der Mensch einfach darauf angewiesen war, im Einklang mit der Natur und den Naturgesetzen zu leben. Heute durch unser industrielles Zeitalter mit all unseren Maschinen ist dieses Wissen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise wird allgemein keinen großen Wert mehr darauf gelegt, dieses Wissen weiterzugeben. Man denkt, man bräuchte es nicht mehr, aber was daraus resultiert, das sehen wir ja. Wir haben kaum noch Ressourcen, wir nutzen diesen Planeten immer mehr aus, wir schöpfen diese Ressourcen immer mehr aus und wir kommen eigentlich gar nicht mehr nach. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass man dieses Wissen sich wieder aneignet und wieder anfängt, im Einklang mit der Natur zu leben. Und dieses Wissen auch an seine Kinder und die nächste Generation weitergibt, damit wir eigentlich auch noch lange was von Mutter Erde und Mutter Natur haben. Platz 5 ist dieses Buch hier. Ich bin mir sicher, das kennen einige von euch oder ihr habt vielleicht auch den Film schon mal gesehen. The Secret heißt es, das Geheimnis. Das ist so das Anfängerbuch, wenn man sich mit dem Gesetz der Resonanz, dem Gesetz der Anziehung, wie es hier drin genannt wird, das erste Mal beschäftigt. Also das Gesetz der Resonanz besagt ganz einfach, oder das Gesetz der Anziehung besagt, dass alles, was einem im Leben passiert, dass man das anzieht, in sein Leben zieht. Durch die Gedanken, die man hat, durch die Emotionen, durch die Schwingung, die man aussendet. Für mich war das der Moment, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe zuerst den Film gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe, wo sich wirklich sehr, sehr viel geändert hat. Und vor allem, wo ich aus der Opferhaltung rausgegangen bin, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte nicht mehr Opfer sein, ich möchte zum Schöpfer meines Lebens werden, meiner Lebensumstände, ich möchte das Leben meiner Träume führen, ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Und da hat mir dieses Buch eigentlich so den Weg geebnet und ich bin super dankbar, dass ich das gefunden habe. Wie gesagt, es ist ein Anfängerbuch, also es steckt noch viel, viel mehr hinter dem Gesetz der Resonanz als einfach, ich denke an etwas und dann ziehe ich es automatisch in mein Leben. Ganz so einfach ist es nicht, aber ich kann es für jeden empfehlen, der sich mal damit beschäftigen möchte und der wirklich aus dieser Opferrolle rauskommen möchte und sagen möchte, ganz aktiv, ich werde zum Schöpfer meines Lebens. Dazu muss man natürlich bereit sein. Und es tut manchmal natürlich auch weh, sich einzugestehen, dass man gewisse Ereignisse im Leben angezogen hat, gewisse Menschen angezogen hat. Ja, also bleibt euch überlassen. Mir hat es sehr geholfen und das hat wirklich die Kraft, Leben zu verändern. Ich kann es nur empfehlen. Auf Platz 4 hier ist dieses Buch, das Mindflow-Konzept. Das habe ich auch gerade erst durch und ich finde es super. Es ist relativ anspruchsvoll zu lesen am Anfang. Lohnt sich aber auf jeden Fall dran zu bleiben. Und dieses Buch empfehle ich wirklich allen Menschen, die ein sehr, sehr hohes Energielevel haben, die also irgendwie als Heiler tätig sind
Yoga-Lehrer, Reiki-Lehrer, alles Mögliche, was mit Heilung zu tun hat, mit spiritueller Heilung, mit Spiritualität. Dafür ist dieses Buch unglaublich wertvoll, denn es geht hier darum, wie man das schafft, dass man seine Energie nicht an andere Menschen verliert. Gerade Menschen, die ein sehr, sehr hohes Energielevel haben, die mehrere Jahre spirituelle Praxis hinter sich haben, die laufen einfach Gefahr, dass sie durch Heilung ständig Energie abgeben an andere Menschen. Und wie man sich davor schützt, das wird hier in diesem Buch besprochen. Und deswegen möchte ich das wirklich den Menschen mit auf den Weg geben, die so wie ich in dieser Branche tätig sind, die Blockaden auflösen bei anderen Menschen und die sich selbst schützen müssen, weil sie einfach als Empathen sozusagen auf die Welt gekommen sind und diese Rolle jetzt nutzen, um anderen Menschen zu helfen, um andere Menschen zu heilen. Es fängt immer bei uns selbst an. Deswegen würde ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Sehr, sehr spannend. Bisschen anspruchsvoll, wie gesagt, aber bleibt dran, es lohnt sich wirklich, das umzusetzen, das zu lernen. Es gibt da auch Seminare, die werde ich auch noch besuchen. Finde ich super spannend, werde ich auf jeden Fall machen. So, Platz Nummer 3. Auf Platz 3 ist dieses Buch hier von Toni Weschler, Familienplanung heißt das. Diesmal ein ganz anderes Thema. Ist wirklich ein richtig dicker Wälzer, hat über 400 Seiten, ist voll mit Informationen, mit sehr wertvollen Informationen. Und es geht hier in diesem Buch um die natürliche Verhütungsmethode bei der Frau. Wie ich dazu gekommen bin, das würde ich gerne in einem anderen Video nochmal erklären, wo ich wirklich nochmal genau auf diese Verhütungsmethode, auf die FMP eingehe. Aber das würde jetzt hier einfach zu lang werden. Ich finde es ein sehr, sehr wertvolles Buch, sowohl für Frauen als auch für Männer. Denn ich finde, Verhütung ist etwas, was beide Geschlechter angeht. Zwar mindestens gleichermaßen. Denn ein Mann ist jeden Tag im Monat über, bis hin zu seinem Tod fruchtbar. Eine Frau nur für ein paar Stunden an einem Tag des Monats. Und ich finde einfach, zur Zeit herrscht ein extrem großes Ungleichgewicht, was die Verantwortung für die Verhütung anbelangt. Deswegen absolut für beide Geschlechter. Es geht hier wirklich um den Zyklus der Frau, darum, wie du natürlich verhüten kannst, ganz ohne Hormone, ohne die Pille, Spirale, Kondom. Ich habe persönlich wirklich so lang nach einer Verhütungsmethode gesucht, die sehr natürlich ist, wo ich meinem Körper nicht schade und wo ich aber auch gleichzeitig den Sex genießen kann. Denn gerade bei den Kondomen, das war bei mir immer so eine Sache. Ich habe immer monogame Beziehungen geführt und ich wollte wirklich auch den Hautkontakt zu meinem Partner. Deswegen, ja, ich bin so dankbar, dass ich auf dieses Buch gestoßen bin und ich bin so dankbar, dass ich diese Methode jetzt für mich gerade einsetze. Und ich kann es euch nur weiterempfehlen. Es ist übrigens auch super zu empfehlen für Paare, die schwanger werden möchten und irgendwie Schwierigkeiten haben. Bitte kauft euch das und übernehmt wieder Selbstverantwortung für euren Körper, für euren Zyklus. Damit ihr nicht mehr so angewiesen seid auf ärztliche Hilfe, damit ihr euch selbst helfen könnt und damit ihr euch auch wirklich besser kennenlernt und euch bewusst mit euch, mit eurem Zyklus, mit eurer Weiblichkeit nochmal auseinandersetzt. Platz Nummer 2 ist dieses Buch hier. Das Buch heißt Du bist dein Guru von Gabriele Bernstein. Gabriele Bernstein ist eine spirituelle Lehrerin, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Auf dieses Buch bin ich gestoßen vor genau 3 Jahren und es war wirklich der Anfang. Ja, das war der Anfang von einem komplett neuen Leben, kann ich wirklich so sagen. Von einer riesengroßen Veränderung, die da bei mir stattgefunden hat. Das war das erste Buch, was ich mir zum Thema Persönlichkeitsentwicklung geholt habe. Und es hat wirklich mein Leben, es hat mir mein Leben gerettet. Das war wirklich damals so vor 3 Jahren, dass es mir super, super schlecht ging. Und ich sehr selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt habe, Dinge gemacht habe, die wirklich sehr, sehr schlecht für mich waren, mich mit Menschen umgeben habe, die mir nicht gut getan haben. Ja, und ich bin so in meinem Selbstmitleid versunken und wusste nicht, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, Lisa, wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Wie lange möchtest du so weitermachen und wie lange wirst du so überhaupt überleben? Und dann habe ich den Entschluss gefasst, wirklich was zu ändern. Ich habe eine Therapie damals angefangen und bin in die Selbsthilfeabteilung gegangen, in den Bücherladen. Und dann hat mich irgendwie dieses Buch so zu sich gezogen.
Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft und da stehen irgendwie 108 Hilfen für ein wunderbares Leben drin. 108 Tipps, wie du dein Leben verändern kannst und wirklich besser machen kannst. Und es hat mir, ich kann gar nicht beschreiben mit Worten, wie viel mir dieses Buch gegeben hat. Es sind, dadurch habe ich auch zu Yoga gefunden. Auch Yoga hat mein Leben wirklich nachhaltig verändert. Ich meine, ich bin jetzt Yogalehrerin. Ich habe das zu meinem Beruf gemacht. Das ist meine Leidenschaft. Und da steht ganz, ganz viel zum Thema Kundalini-Yoga drin und zum Thema Meditation. Ganz viele Tipps auch. Und mit diesem Buch habe ich wirklich zurück zu mir gefunden, zurück zu meinem inneren Frieden. Und das hat mir den Weg geebnet für alles, was danach kam. Und das, wenn ich wirklich daran zurückdenke, wo ich vor 3 Jahren stande und wo ich jetzt stehe, emotional und allgemein materiell auch gesehen. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich bin so glücklich über die Erfahrung, die ich in den 3 Jahren machen durfte, nur weil ich dieses Buch damals gegriffen habe, es mir gekauft habe, durchgearbeitet habe, durchgelesen habe, das wirklich auch umgesetzt habe, was da drin steht. Ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr was verändern möchtet, dann fangt mit diesem Buch an. Dann kommen wir zu Platz 1. Das ist dieses Buch hier. Das Buch heißt Dein Körper sagt Liebe dich von Lise Bourbeau. Auch Lise Bourbeau ist eine spirituelle Lehrerin. Und dieses Buch ist kein Buch, was man durchlesen muss von Anfang bis Ende. Kann man natürlich, wenn man das möchte. Aber es ist eher ein Nachschlagewerk. Und das ist wirklich mein wichtigstes Nachschlagewerk, was ich hier zu Hause habe. Leider habe ich das von Rüdiger Dahlke nicht. Krankheit als Symbol heißt das Buch von ihm. Ist auch ganz, ganz ähnlich, aber viel umfangreicher noch. In beiden Büchern geht es darum, dass jede Krankheit, die auf körperlicher Ebene entsteht, immer auch eine seelische Ebene hat. Das heißt, immer auf eine emotionale Blockade hinweist eigentlich und auf irgendetwas, das psychisch aufgelöst werden muss, das einen psychischen Hintergrund hat. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Auch die Schulmedizin ist im Hinblick auf die Psychosomatik davon überzeugt. Leider allerdings bei vielen anderen Aspekten noch nicht. Ich finde eigentlich ist traurig, wie wenig Menschen sich im Klaren darüber sind, wie viel Einfluss unsere Seele und unsere Psyche doch auf unsere körperliche Gesundheit oder eben Krankheit hat. Und wenn wir alle mal daran denken, wie wir uns fühlen, wenn wir Liebeskummer haben, wenn es uns schlecht geht, wenn wir unter Stress stehen, dass wir dann viel anfälliger auch allein für Infekte sind, ist ganz klar. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir unaufgelöste emotionale Blockaden haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dass sich das dann irgendwann in einer Krankheit äußert und in einer Krankheit manifestiert, ist eigentlich für mich persönlich ganz logisch. Leider ist das für die wenigsten Menschen auch der Fall und deswegen für jeden, der sich dafür interessiert und der wirklich selbst wieder Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen möchte, empfehle ich dieses Buch. Denn da ist für jede Krankheit nochmal die psychische Ebene gedeutet und auch die mentale Blockade, die da besteht. Ich zeige euch das auch gerne nochmal. Hier stehen wirklich die verschiedensten körperlichen Symptome drin. Von Depression über Gicht, über Krebs, Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Nasenbluten, Nierenleiden, alles Mögliche steht hier drin und ist wirklich nochmal auf der seelischen Ebene gedeutet. Wer es noch umfangreicher möchte, den würde ich wirklich das Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol oder auch Krankheit als Sprache des Körpers empfehlen. Da sind auch mehr Krankheitsbilder noch drin in dem Buch. Für mich ein super wichtiges Nachschlagewerk. Ich schaue immer sofort darin nach, wenn es mir irgendwie nicht gut geht und ich irgendwelche Symptome verspüre körperlich. Und ich mache das auch, wenn mir irgendjemand erzählt von seinen Beschwerden, die er hat, von seinen Krankheiten, von seinen Symptomen. Denn es gibt mir persönlich extrem viel Aufschluss über einen Menschen und seine Themen. Und manchmal leite ich das dann natürlich auch weiter, weil ich möchte demjenigen ja helfen, aber nicht immer, denn nicht alle Menschen sind offen und bereit dafür, sich das anzuhören und die sehr wenige glauben auch daran, dass dieser Zusammenhang wirklich besteht. Was ich allerdings bestätigen kann, ist, das passt wirklich immer wie die Faust aufs Auge. Also man kennt ja auch so Menschen so ein bisschen, wenn der einem sich so anvertraut. Man kennt sich auch selber und seine Geschichte. Und ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass das, was hier drin steht, nicht gepasst hat. Deswegen, ich kann euch das Buch wirklich empfehlen, wer sich dafür interessiert.
und wer selbst wieder Verantwortung übernehmen möchte für seine eigene Gesundheit, wer sich ganzheitlich wirklich heilen möchte und nicht einfach nur auf Symptombekämpfung aus ist, so wie es in der Schulmedizin heutzutage ganz viel praktiziert wird, leider Gottes. Denn wenn wir von Heilung sprechen, dann ist das immer viel mehr als nur Symptombekämpfung. Da wird wirklich die Ursache angegangen und ganz oft geht es auch mit einer Veränderung des Lebensstils einher, der Ernährung, des Umfeldes und auch mit der Auflösung von emotionalen Themen. Das sind einfach Dinge, Seele und Körper hängen für mich persönlich untrennbar zusammen und haben unmittelbaren Einfluss aufeinander. Und zum Beispiel auch die Psychoneuroimmunologie ist ein wissenschaftliches Themengebiet, bei dem davon ausgegangen wird, dass jede Krankheit des Körpers auf Zellebene einen Ursprung in einem Trauma, in einem frühkindlichen Trauma meistens hat. Und ja, es gibt wirklich, wirklich viele wissenschaftliche Fakten, die auch dafür sprechen, dass wir die Psyche nicht getrennt vom Körper sehen können. Wie gesagt, jedem bleibt es selbst überlassen, diesen Ansatz für sich zu übernehmen. Ich möchte gar niemanden davon überzeugen, ob das jetzt so ist oder nicht, aber ich finde persönlich, dass es halt das Leben enorm bereichern kann, wenn man das berücksichtigt und dass man auch selbst sich viel besser heilen kann von gewissen Symptomen und Krankheiten, wenn man bereit ist, sich da näher mit zu beschäftigen. Ja, das war's von mir soweit. Ich hoffe, ich konnte euch viel mitgeben und dass ihr was lernen konntet und vielleicht helfen euch einige Bücher und ihr wolltet euch einige Bücher davon zulegen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich habe euch ganz doll lieb. Macht's gut und bleibt gesund.